Jumhur ul-Ulama sagen, er ist najis. Er ist unrein. Wobei sie, die gesagt haben, er ist unrein, sich unterschieden haben, ob das nur die Schnauze ist oder der gesamte Hund sogar. Und eine Rechtsschule sagt, der Hund ist nicht najis, sondern er ist rein. Aber diese Aussage ist klar widerlegt worden. Ist klar widerlegt worden. Insofern, die Schnauze vom Hund ist najis. Wenn dich ein Hund mit der Schnauze berührt, was musst du machen? Bitte? Die Stelle ausschneiden? Mit Wasser säubern. Wie viel Mal? Bitte? Siebenmal, sagt der Gelehrte aus Braunschweig. Siebenmal, sagt der Gelehrte aus Dortmund, Düsseldorf. Düsseldorf? Einmal. Einmal, sagt der Gelehrte aus Berlin. Ich nehme Berlin, ich bin selber Berlin. Nein, die